Nur wenige Kinder in der Klasse, die Tische weit auseinander. So läuft aktuell vielerorts in Deutschland Schulunterricht ab. Stufenweise hat er wieder begonnen in den Bundesländern. Nordrhein-Westfalen möchte nun zurück zum Regelbetrieb. Mitte Juni sollen alle Kinder im Grundschulalter wieder täglich zur Schule. Es gibt jetzt eben doch umfangreiche Studien, die eindeutig belegen, dass in der Altersklasse von 1 bis 10 die Kinder eben ein ganz, ganz geringes Infektionsgeschehen aufweisen. Wir haben gesehen, dass es eben nicht nur um die körperliche Unversehrtheit geht, sondern auch um die seelische. Das hat auch etwas mit Strukturen zu tun, die den Kindern wieder zurückgegeben werden müssen. Nicht nur in NRW soll es wieder Grundschulunterricht für alle geben. Als erstes Bundesland hatte Sachsen den Schulbetrieb im gewohnten Klassenverband wieder erlaubt. In Schleswig-Holstein soll ab dem 8. Juni wieder normal unterrichtet werden. In Baden-Württemberg ist das für Ende Juni geplant. Bundesbildungsministerin Karliczek warnte heute vor einem überhasteten Wiedereinstieg. Solange wir noch keinen Impfstoff gegen Covid-19 haben, muss auch an den Schulen weiter allergrößte Vorsicht herrschen, um strukturierten Unterricht anbieten zu können, sagte sie dem Spiegel. Stefan Wasmuth, der Vorsitzende des Bundeselternrats, begrüßt zwar, dass die Schulen offen haben, sieht aber im normalen Regelbetrieb Probleme. Wir aus Elternsicht halten das für deutlich verfrüht, da wir im Moment nicht sehen, dass die Hygienemaßnahmenpläne entsprechend schon umgesetzt sind in allen Schulen. Und wir können hier nicht damit arbeiten, dass die Kinder letztendlich als Versuchsobjekte genutzt werden. Wir denken, es ist viel, viel zu früh, es ist vieles noch nicht geklärt. Und das Argument einiger Landespolitiker, Kinder spielten bei der Übertragung von Corona nur eine untergeordnete Rolle, das lässt sich aktuell nicht abschließend beantworten. Die Studienlage ist natürlich jetzt nicht so überragend, weil wir natürlich jetzt Shutdown hatten in vielen Ländern und damit natürlich verbunden die normalen Kontakte zwischen Kindern, aber auch in der Schule unterbrochen waren, sodass natürlich da auch keine Studien im weiteren Sinne durchgeführt werden konnten. Elternvertreter und Lehrergewerkschaft in Sorge, die Wissenschaft nicht einig. Aber die Kultusminister der Länder bekräftigten heute noch einmal ihr Ziel, so bald wie möglich wieder zum normalen Schulbetrieb zurückzukehren. Zumindest eine umstrittene Entscheidung.